Freunde, kurz auf den Film. Boris, kurz auf meine Freunde. Jasko hat seine Shisha-Bar in Duisburg verkauft und hat das ganze Geld in diese Sportwette gesetzt und verdoppelt, Mann. Verdoppelt nochmal, Jasko, Mann. Ich dachte, du würdest auf den sicheren Hasen setzen. Warum fängst du wieder an mit Sportwetten? Du hast doch damals, keine Ahnung, 2012, 13 bei irgendeinem Interview TV Total oder TV Straßensound oder Backspin, hast du mal gesagt, du willst aufhören mit der Scheiße. Mit Spielo, mit Sportwetten, Digga. Das fickt nur Kopf, Mann. Lass lieber sein, Mann. Mit Shisha-Bar hast du sicheres Einkommen. Es gibt noch Leute, die Shisha rauchen. Mach noch einen Kiosk auf. Das war sichere Kohle. Und das willst du alles aufs Spiel setzen, nur ein bisschen zu verdoppeln? Sagen wir mal, du hast das Ding für 100.000 verkauft und diese 200.000. Aber was willst du nur 200.000 so bar? Das wächst ja nicht, es wird ja immer weniger, weil du brauchst dir Geld zum Leben. An deiner Stelle hätte ich es nicht gemacht. Natürlich, sei dir gegönnt das Geld vom Herzen, aber verdammt nochmal, versuch irgendwie dein Geld sinnvoll zu investieren, in Immobilien oder so, dass du mehr und mehr Pada machst. Okay, meine Freunde, ist fast wie du fühlst. Boah, aber den Glück nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.